Und ich muss sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, weil Alter, wie viel Eisen wir hier wieder gesammelt haben heute. Das ist echt eine wahre Wonne, wenn ich das mal vergleiche mit gestern. Gestern war die Ausbeute ja wirklich eher mies. Und heute ist sie doch schon schön. Schön, schön, schön. So, wo kamen wir her? Und wo müssen wir hin? Hier müssen wir noch hin. Okay. Alter Schwede, ist das hier groß? So. Ja, ich weiß gerade irgendwie nicht mehr, was ich sagen soll, so wirklich, weil eigentlich in den Höhlen ist es immer schwer, ein neues Gesprächsthema zu finden, weil da kannst du ja natürlich auch nicht alles so bringen. Das muss ja natürlich ein bisschen auch so in den Kontext in der Höhle passen, ja, und sollte ja natürlich so ein bisschen die Atmosphäre wieder kaputt machen. Und ich glaube, da geht's nach unten und da werden wir auch hingehen, aber erstmal machen wir hier dicht. Aber erstmal, glaube ich, gehen wir nach. Ah, oder komm, wir gehen hier runter. Nee, wir machen jetzt erstmal hier oben fertig. Ah, die Treppe war da noch. Ich hab gesnackt. Danach können wir von mir aus nach unten gehen, das ist ja dann auch nicht so problematisch. Ich meine, das ist die Haupthöhle, wir wissen ja, wo wir sind hier. Na, haben wir Fett vor allem, weil es hier auch noch weitergeht zum Beispiel. Aber geht auch wieder nach oben, das heißt, ja komm. Dann sind wir, glaube ich, hier auch so weit durch. Müssten eigentlich die größten Teile gehabt haben. Dann gehen wir erstmal da unten, diesen kleinen Raum und die Höhlen darunter absnacken. Dann haben wir hier schon recht viel gemacht. Ich glaube, dann reicht das für die heutige Aufnahme soweit annähernd, hoffe ich. Eine Stunde, vielleicht kriegen wir noch hin. Je nachdem, mal gucken. Wenn unser Inventar voll ist, halt, dann gehen wir zurück und dann mal gucken. Weiß nicht, dann sind das wieder 8 weitere Folgen, glaube ich, ne? Ja, hammergeil, 8 weitere Folgen. Wir sind jetzt bei 81. Dann sind wir bei 89. Das heißt, uns fehlen dann noch 11 Folgen. 11 Folgen. Folgen Mintu. Mensch, bist du uns gefolgt, Marvin? Etwa da unten aus dem Loch rausgekrochen. Hammer geil, hast den Keller mal verlassen. Hat dir aber nicht gut getan. Erstmal lieber da geblieben. Naja gut, so, okay. Auf jeden Fall eine weitere Kiste mit Kohle und Pumpkin Seeds. Naja gut, okay. Man kann sie immer mal gebrauchen. Ich meine, wir haben ja eigentlich genug, aber egal. Ist ja nicht so tragisch. Ich meine, wir nehmen, wie gesagt, alles mit, was wir finden. Und dann passt das schon so ein bisschen. Mensch, ey, Alter, ich frage mich immer noch, wie ich die 3-Stunden-Aufnahme übrigens überstanden habe, ohne einzuschlafen. Also, ich meine, teilweise war sie natürlich dann so ein bisschen gequält irgendwann, wo ich dann gesagt habe, ja, hier und so, ich habe sowieso gerade keinen Bock und so aufnehme, aber ich mache das einfach mal. War einerseits nicht ganz so geil, andererseits natürlich ein Vorteil, dass ich dann wirklich fast eine ganze Woche Aufnahmen hatte, dann sagen konnte, ja, nee, hör mal, heute habe ich keinen Bock und so, weißt du, dann mache ich das morgen. War natürlich schon, das war schon geil, also es war echt so, das hatte mal einfach was, weil er dann nicht immer wirklich so gebunden war es an, ja, ich muss heute aufnehmen und da aufnehmen und jetzt muss ich wieder neu aufnehmen, weil ich habe ja nichts mehr. Konntest dann einfach mal sagen, ja, komm, ich habe jetzt die Aufnahmen über, ne, weißt du, und dann mache ich einfach mal, war einfach mal einen Tag so den Faulen. Also das hatte schon was. So, da unten waren wir noch nicht, oder? Ne, aber ich glaube, hier gibt es auch nicht viel. Kohle gibt's hier wieder. Gibt's hier etwa wieder Money? Kohle? Money, money, money. It's so funny. Ich kann halt nicht so hoch momentan, sorry, aber das geht irgendwie nicht. Ach ja, ach ja, ach ja. So, ich hoffe übrigens, das Mikro übersteuert jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich habe das nochmal ein bisschen weiter runtergedrosselt. Ich dachte, wir wären hier mal durch langsam, verdammt. Verpiss dich, Kuka! Naja, so geht's auf jeden Fall auch. Er hätte uns ja nicht wörtlich nehmen müssen, aber... Ja, warum nicht, ne? Ich wusste doch, dass ich hier irgendwie überall Zombies höre. Ich wusste es einfach. So, Creeper, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Verpiss dich! Und hier ist wieder ein freudiger Marvin. Ja, und den nächsten beiden. Ich habe das Gefühl, wir sind wieder einem Spawner auf der Spur. Dem Spawner auf der Spur, Alter. Ja, genau. Ja, genau. Gleich 2 Skelette hier, oder was, ey. Alter, langsam komme ich mir so ein wenig verarscht vor. Von Minecraft. Ich will mich doch verarschen. Ja, genau. Und ein weiterer freudiger Zombie-Geselle.
Und ich verdrück mich hier gerade immer permanent. Ein Creeper, natürlich. Alter, dass der uns den doch auf den Kopf gesegelt ist, ist alles. So, Alter. Ich würde mal sagen, diese Höhle hier ist fett und endet in einem Spalt. In denselben Spalt, aus dem wir kamen. Gibt's hier Diamanten zu sehen? Nee. Ja, okay. Ganz ehrlich, solange ich keine Diamanten sehe, sehe ich keinen Grund, da runter zu gehen, weil, ja, wir haben Eisen genug, muss ich sagen. Dann brauchen wir, glaube ich, nicht noch viel mehr. Ja, haben wir geil. Kohle haben wir genauso viel. Ja, da brauchen wir auch nicht mehr wirklich viel. Und das Einzige, was wir bräuchten, wirklich, sind Diamanten. Gold vielleicht, so unter Umständen. Mal gucken, je nachdem. Und ansonsten, pff, ja, ansonsten bräuchten wir eigentlich nicht wirklich viel. Also Smaragde wäre natürlich auch mal nice, aber diese findest du ja eigentlich nur in extremen Bergen. Deswegen habe ich da eher geringere Hoffnungen, welche zu finden hier. Deswegen muss ich mal ganz ehrlich sagen, also, ja, weiß ich jetzt nicht. Entweder finden wir halt da mal irgendwie welche und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil wir handeln halt nicht mit den Dorfbewohnern. Das ist auch nicht so nötig unbedingt, ja. Da können wir besser hier im Grunde die ganzen Sachen uns hier holen. Und dann die Sachen selber machen, ist im Grunde günstiger als hier Mantel und Rubine und sowas. So einen Scheiß zu verticken bei den Dorfbewohnern, das bringt da ehrlich gesagt nicht so viel. Vor allem, weil die halt einfach viel zu selten sind. Anstatt, dass man die dann verkauft. Ich muss ganz ehrlich sein, habe ich mir die Dinger immer ganz gerne so Bilderrahmen an die Wand gehangen. Und apropos Bilderrahmen, ihr wisst doch schon, was wir garantiert demnächst auch an die Wand hängen werden in unser Bauernhaus, wenn wir es denn ausgebaut haben. Wir müssen ja noch eine Bildgalerie anfügen für das ein oder andere. Na, Freundchen, bist du einfach runtergeplumpst? Das tut mir so gar nicht leid. Uah! Alter, ich krieg das. Alter, Mann. Alter, ich hasse es. Echt, also die Skelette, die gehen mir heute so ein bisschen auf den Nerv. Permanent so ein bisschen auf den Nerv. Boioioi, 16:40, das heißt jetzt ab jetzt noch genau eine Stunde. Dann weiß ich gar nicht, dann sind wir vermutlich sogar mehr als 8 Folgen, aber das ist nicht so schlimm, das ist aber positiv. Und weil dann kann ich die Aufnahme heute Nacht rendern wieder mal, rendern lassen. Hoffe dann inständig, dass die bis morgen dann soweit fertig sind. Weil ich muss die morgen nämlich schon hochladen, die ersten Folgen wieder, nicht weil ich keine mehr hätte. Sondern eigentlich nur aus dem Grunde, weil ich momentan versuche, ein bisschen vorzuladen, also hochzuladen, dass ich da später nicht mehr in die Bedrulle kommen kann, dass ich dann da irgendwie sagen muss, ja, sorry, ne, da gibt's nichts Neues, weil ich keine Folgen habe. Und so, oder weil ich die mal wieder nicht hochgeladen kriege, weil ich mal wieder ein paar Probleme im Internet habe, weil das rumbuggt. Ich hab Angst. Alter, wie fett diese Höhle ist, ey. Das ist echt unglaublich. Allein diese Höhle hier wirklich wieder. Bringt mich schon wieder um den Verstand hier. Natürlich ein Skelett, ist ja klar. Aber solange man die sieht, ist das eigentlich nur alles in Ordnung. Schlimm wird es dann halt nur, wenn du das nicht siehst. Und die tauchen dann so irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts auf. Die sind dann ärgerlich. Aber ich, wie gesagt, momentan hoffe ich eigentlich, dass es dass es nicht so schlimm ist, dann. Wie gesagt, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Nicht, okay. Hier müssen wir runter. Alter, wie tief das hier in die Tiefe geht, das ist echt unglaublich. Da darfst du echt nicht dran denken. Wenn du hier runter segelst, dann bist du echt, dann bist du platt. Okay, da ist wieder Lava, aber vielleicht finden wir ein bisschen Redstone oder so, das wäre mal. Das wäre heute mal geil, so ein bisschen Redstone wieder. Ein bisschen Redstone auf Vorsorge. Auf Vorversorgen. Aber hier ist leider nichts. Schade, schade, würde ich sagen. Hier ist mal wieder gar nichts. Das ist hier also total gelohnt, hier runter zu gehen, extra dafür. So, jetzt müssen wir hier wieder hoch. La 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 la. Ach so. Ich hasse übrigens diese Treppen hier, die hier immer im Feld sind. Die hochzukommen ist immer richtig eine richtige Freude, ja. Das ist immer
geht immer so von alleine so ein bisschen. Ach ja, und wieder ein Creeper. Ja, und der nächste oder was, Alter? Ich fühle mich verarscht. Ja, wie viele Viecher hier überall sind, das ist echt unglaublich. Zombies. Die hatten wir schon lange nicht mehr, wobei die sind eigentlich nur die harmlosesten von allen. Dann als nächstes. Das kommen dann im Grunde die Skelette und dann kommen die Creeper. Creeper sind so die echten Scheißer, muss man sagen. Also, die gehen echt am meisten auf die Eier, weißt du, und dann ja, nerven die dich nur noch rum. Da müssen wir gleich mal runter. Ah, wir haben keinen Platz mehr im Inventar, deswegen. Ja, Gunpowder scheiße ich ganz ehrlich gesagt drauf. Ne, Creeper, ich scheiß auf dich. Von oben hinab, würde ich mal sagen. Irgendwo musstest du da reingehen. Hier. Aber knapp, aber knapp, aber knapp. Alter, ich darf nicht dran denken, wie lange wir schon wieder hier unten sind heute. Das ist echt wieder unglaublich. So, jetzt haben wir da alles. Hier könnte man vielleicht noch eine Fackel anbringen oder hier. Hier wäre vielleicht auch mal eine Fackel nicht verkehrt. Ach ja, und jetzt hier die ganze Kohle wieder mitnehmen. So, das ist doch wieder eine freudige Kohlesammelerei heute. Alter, wie viele Stacks haben wir mittlerweile eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Kohle. Ja, Alter, ich glaube auch, ey. Alter, was wollen wir mit so viel Kohle jemals anfangen? Ohne Scheiß hier, also... Ich glaube, wir werden nie mehr einen Kohlemangel haben. Ich glaube, die Kohlekiste müsste langsam mal voll sein, übrigens. So, jetzt müssen wir hoffentlich soweit alles haben. Hier unten ist noch ein bisschen Erfahrung. Und dann müssen wir gleich mal wieder nach oben. Hier ging es, glaube ich, hoch, ne? Diese Wendeltreppe rauf und dann weiter noch hier irgendwo durch oder sowas und dann darüber. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo wir waren gerade. Hier irgendwo, glaube ich. Ja, hier waren wir. Ach ja, genau. Freunde. Uahaha. So, viel dazu. Alter, ich glaube, unsere Spitzhacke gibt gleich den Geist auf. Und ich hoffe, wir haben noch eine auf Reserve. Weil lange macht die auf jeden Fall nicht mehr mit hier. Alter, wie groß das hier ist. Das ist echt unglaublich. Verdammt. Alter. Das ist echt nicht zu glauben. Und diese Musik, die macht einen natürlich dann ganz beruhigt, also sanft wieder mit ihren melodischen Klängen holt sie ihn wieder in die Welt des Normalen zurück. Ja? Hammerfett nämlich eben nicht. Ja, genau, Alter. Alter, ist doch unglaublich hier. Alter, wie fett diese Höhle hier ist wieder. So, eine Spitzhacke haben wir, glaube ich, noch. Ist, glaube ich, aber... Ne, wir haben noch zwei. Okay, das... Ah, da ist das... Dann passt das locker. Den passt das locker heute in die neue Aufnahme. Sehr schön. So. Da kriegt schon irgendwas wieder hinter uns her. Aber ehrlich gesagt, solange es kein Creeper ist, ist mir das scheißegal. Alles andere ist mir ehrlich gesagt scheißegal. So, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich gehe erstmal über hier lang. Alter. Diese Musik macht mich panisch. So. Wie viel Eisen hier schon wieder und alles ist, ey. Schlimmste ist ja wirklich, dass du so Ecken hier nicht einsehen kannst. Alter, wie viel Eisen hier wieder ist. Unglaublich, wie viel Eisen hier wieder ist heute. Echt, das ist schon unverschämtes Glück, was wir hier irgendwie haben. Und damit meine ich wirklich unverschämtes Glück, weil das ist echt hier übertrieben viel Eisen.
nicht sonst noch irgendwas? Ja, da ist auch noch Eisen. So, hüppala. Jetzt backt das hier natürlich wieder alles rum, so ein bisschen. Spackt hier so ein bisschen rum. So, jetzt haben wir 16.48 Uhr. Das heißt, es sind gleich schon ein paar Stunden mehr. Na, eine Stunde. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon mittlerweile eine Stunde ist oder ob es eineinhalb Stunden oder sowas sind. Das könnte nämlich auch schon durchaus sein. Ich weiß nämlich nicht genau, wann ich angefangen habe aufzunehmen heute. Na, vermutlich ist es eher eine Stunde, ein bisschen mehr drüber. Ein Viertel sind wahrscheinlich gleich irgendwie. Und da passt das schon heute, wie gesagt, mit der Aufnahme. Das ist schon okay, mal so nebenbei. Aber verglichen mit sonst ist das eigentlich schon eine recht lange Aufnahme. Ich meine, sonst ist es meistens so eine Stunde oder sowas. Heute sind es dann gleich halt zwei, aber na, was soll's machen? Ich meine, irgendwie muss ich ja die ganzen Stunden hier zusammenkriegen für euch. Und ich meine, da ist das schon am Wochenende, freitags, nachmittags, da kann man das mal eben bringen. Dafür hat man den Samstag dann nämlich frei. Und das ist nämlich das Geile. Und das war auch das, was ich vorhatte. Nämlich deswegen nehme ich heute übrigens überhaupt auf.